Moin zusammen, willkommen in der Booster Base. Ich habe uns was Schönes mitgebracht und zwar aus dem aktuellen Set Zenith der Könige haben wir die Regi Drago und die Regi Leki Box uns besorgen können. Das Ganze habe ich von GameStop bekommen, 24,99. Es sind drin 4 Booster, eine große Promo und eine kleine Promo. Ja, sehr schön gemacht die Boxen, man sieht es so ein bisschen goldschimmern, so ein bisschen sehr königlich gemacht. Ich freue mich auf dieses Set, wir schauen mal in die Boxen, gucken uns die mal im Detail an. Hier sehen wir auch schon das Regi Leki drauf, vorne als V und als große Promo und die Regi Draco Holo. Total witzig, dass sie die gemixt haben, finde ich sehr gut. Und hier haben wir Regi Drago VXXL und die Regi Leki in klein. Ja, wie gesagt, GameStop 24,99, cooles Set. Wir haben pro Box 4 Booster, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, und da schauen wir doch mal rein. Ich denke mal, wir fangen mal mit der Regi Drago Box, die liegt oben. Finde ich sehr schön, dass sie so rot-blau gehalten haben, wie halt auch schon auf der ETB die Farben vertreten sind. Ja, mal gucken, die gehen sehr sperrig auf, sehr gut. Ich weiß noch, bei der Simsala V-Box war es ja so tatsächlich, dass die Boxen sich dann angefangen haben, von alleine zu öffnen, im Laden schon. Und da hat man natürlich gedacht, hupala, was ist denn da passiert? So, wir schauen uns doch mal als erstes die XXL-Karte an. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Karten machen soll. Tatsächlich, die werden wahrscheinlich bei Cardmarket online gehen. Da mir tatsächlich die Verwendung dafür fehlt, weil ich eigentlich nicht weiß, wohin mit den ganzen XXL-Karten. Zum Spielen ist doof. Sammelordner habe ich zwar einen. Das war jetzt für die 25-jähriges Jubiläum. Für die Starter, die da rauskamen, haben wir die da reingepackt. Ja, aber sonst, also wie gesagt, gerne bei Cardmarket wird die Karte verfügbar sein. Hier sehen wir nochmal das Regi Drago, auch sehr hübsch, finde ich, sieht sehr cool aus. Sehr schönes Artwork. Auch diese Promokarten werdet ihr bei mir im Shop finden natürlich. Wenn es geht, immer probiere ich sie zum günstigsten Preis reinzustellen. Wenn ich mal nicht up-to-date bin, weil einer jetzt mal 2 Tage günstiger war oder 2 Tage jetzt ich nicht reingeguckt habe, dann sei mir das verziehen, schreibt mich gerne an. Dann passen wir die Preise natürlich auch immer wieder an. Hier ist der Online-Code für euch. Ja, und dann haben wir sie schon auch schon ausgepackt. Das ganze Plastik, leider Radatsch, schon mal wieder eine Seite gepackt. Und dann haben wir auch schon hier 4 schöne Booster aus dem Set Zenith der Könige. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock drauf. Und ich würde sagen, wir packen die zweite Box auch noch aus. Dann packen wir die hier mal so hier hin. Und dann können wir nämlich in 1 weg aufmachen. Die geht noch ein bisschen schwieriger auf. Unsere letzte ETB ist jetzt auch angekommen, die wir noch bestellt hatten. Zwar eine Woche nach Release. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat. Hatte ich jetzt auch bei Cardmarket bekommen. Nicht von dem üblichen Händler wie sonst. Deshalb hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Hier sehen wir die Regi Drago. Auch sehr, sehr cooles Artwork. Es gefällt mir sehr gut. Tatsächlich sehr hübsch, man sieht, das ist ein Reprint aus Drachenwandel, so wie die Regi Leki auch, würde ich mal sagen. Und die anderen, die V-Karten, sind natürlich Promokarten. Hier haben wir Regi Leki. Auch sehr hübsch. Tüten wir die doch mal allein. Ich habe uns mal wieder, wie ihr schon seht, normale Sleeves besorgen können. Natürlich auch bei GameStop für 99 Cent, 100 Stück. Habe ich uns gleich mal 5 Päckchen mitgebracht. Weil wir haben ja noch einiges vor. Hier wieder Regi Leki XXL. Hier nochmal zu großem Vergleich. Sehr, sehr große Karte. Und auch hier 4 Booster und ein Online-Code für euch. Ich hoffe, den könnt ihr gut abtippen. So, einmal Platz. Und dann schauen wir mal, so war es aufgeteilt. Wir fangen mal an mit der Regi Drago Box. Die haben wir zuerst aufgemacht. Schauen wir mal, ob wir was Cooles ziehen können. Ich bin immer noch sehr gehypt auf das Set. Ich finde das super klasse. Freue mich sehr. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar coole Sachen rausziehen können. Uns fehlt noch einiges auf jeden Fall. 4 nach vorn. Und los geht's. Wir starten mit einer Kampfenergie. Zaplalek ist mit dabei. Die Buddelbrüder. Girafarik. Sonnenkern. Bidiza. Smoggon. Ein Molunk. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon noch nicht den Reverse-Slot. Ah, da kommt der Filio. Mewtwo Reverse. Sieht auch sehr cool aus, die Karte.
gefällt mir sehr gut. Und die erste Rare heute ist ein Kupidos in Rare. Sehr schön. Ich habe gesehen, tatsächlich bei Facebook oder in diversen Gruppen, dass gar nicht so viele Leute Reverse-Karten ziehen, da viele eine Aero-Box bekommen haben und in jedem Booster einen Hit. Das finde ich sehr witzig. Das macht fast die Reverse-Karten seltener als eine Trainergalerie zum Beispiel. Wird auf jeden Fall interessant. Sieht man auch an den Preisen. Bei Card Market gehen die Reverses so bei so 25 Cent. Die so üblich 10 Cent gehen. Tatsächlich sind die ein bisschen teurer. So. Sehr witzig zu beobachten auf jeden Fall. So, wir starten mit einem Shinox und dem Online-Code. Shinox werden wir nochmal wegpacken. Wir haben die Elektroenergie. Einmal Booster zur Seite. Die Trekking-Schuhe. Stolrak. Freundo Sinnoh. Shinox, da ist er. Ignivor. Weilmar ist mit dabei. Pokéball. Krebskorps. Reverse Wailord und die Rare. Ein Hop mit Unterschrift. Auch sehr schön. Das Holo-Effekt. Sehr krass. Sehr krass aus. Ja, cool. Wieder eine Trainerkarte mit Unterschrift. Auch sehr witzig unterschrieben mit dem Smiley drin. So. Sind wir auch schon beim vorletzten Pack. Aus dem Booster. Aus der Booster. Aus der V-Collection. Möchte nicht aufgeben. So. Der Online-Code für euch. Und weiter geht's. Feuerenergie. Das Sonderbonbon. Stolrak. Freund aus Sinnoh. Mobula. Algit. Iguana. Wolli. Shinox. Oh, wir haben einen Hit auf dem Reverse-Slot. Wir haben ein Choreogel. Sehr hübsch. Ist ja die Choreo tanzt. Und der auf dem Rare-Slot haben wir ein Entei-Holo. Auch sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Trainergalerie kriegt wieder die Sleeve aus der ETB. Finde ich, da passen die sehr gut rein. Ich guck mal, dass ich die Sleeve aufkriege. Ja, schon der erste Galerie-Hit. Sehr schön. Freut mich. Und das NT mit dabei. Ein Booster haben wir bei der Box noch. Dann können wir auch immer vergleichen, welche Box mehr gerockt hat. Ist jetzt zwar noch nicht so die Kracher dabei bei der Regi Drago Box. Das Mewtwo bin ich auch schon gespannt auf das Mewtwo V-Star. Wird das live sehen werden. Das wäre sehr cool, das wäre sehr krass. Das wäre so die Gegenstückkarte von dem Glurak ist, wo es gegen das Mewtwo kämpft, jetzt aus der Sicht von Mewtwo. Das wäre schon ziemlich geil. So, wir kommen zum Reverse-Slot. Und wir haben noch eine normale Reverse. Und die Rare ist ein Sherox. Die Box, zwei Holos, eine Trainergalerie ist für ein Sonderset nicht so gut. Aber wir werden gleich mal schauen, wie die Regi-Leke-Box abschneiden wird. Und machen natürlich auch gleich weiter, da wir schon ein bisschen vorgearbeitet haben und sie ausgepackt haben. Können wir direkt durchstarten. Hier ist der Online-Code für euch. 4. Eine Wasserenergie. Wir haben ein Chemien. Freunde aus Hisui. So, Algit. Auch ein ganz zorniges Artwork, finde ich. Das sieht echt krass aus. Würde sich, glaube ich, auch gut als Bild an die Wand machen. Wolli. Iguana. Pam Pam. Oh, wir haben einen Hit. Ich habe gespoilert. Es tut mir leid. Tausch. Und wir haben ein Hooper V. Oh, sehr stark. Sehr, sehr schöne Karte. Sieht sehr krass aus von der Struktur. Ich glaube, wir haben wir den Kartentrick falsch gemacht. Wir haben noch so viele Karten hinter. Wir haben ein Zwolok in Rare und... Oh, ich glaube, wir haben ein Error-Pack. Wir haben ein Glaciola V und dahinter ist noch eine Karte. Ein Regigas V. Das ist ja krass. Wir hatten zwei V, eine Galerie V und
ein Swolog. Das ist ja, ja, ich würde mal sagen, dieser eine Booster dieser Box hat einfach mal die Regidrago-Box gekillt. Das ist ja abgefahren. Das ist, hatte ich auch noch nicht. Krass. Nicht schlecht. Gerne mehr davon. Wir werden sehen, wie die weiteren Booster sind, ob das jetzt unsere Hits waren aus der Box, ob das jetzt die Box gesagt hat. Ich zähle mal ganz kurz nach. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten plus Code plus 3 Hits. Ich würde sagen, das war ein amtliches Aero-Pack. Wir werden sehen, wie die anderen Packs sind. Das ist krass. Ist das gewollt? Ist das gewollt, liebe Pokémon Company? Ich glaube nicht. Wir schauen mal nach, was in dem Booster geht. Hier ist der Online-Code. 1, 2, 3, 4. Das hat sich jetzt auch nicht irgendwie super mehr angefühlt in der Hand, aber das war anders. Am 4er, Sonderbonbon. Zwirklop. Energiezugewinn. Shinox. Ignivor. Emolga. Libiscus. Oh, wir haben schon wieder ein Hit. Wir haben ein Celebrim V-Max. Auch wunderschöne Karte. Super krasses Artwork. Centering left to right nicht optimal. Aber wir, ich sehe, wir haben dahinter nur noch eine Karte. Heißt, das ist ein normales Booster-Pack. Mit einem Relaxo. Aber das ist echt ein krasses Artwork. Gebt euch das mal. Super, super hübsch. Ja, also wie gesagt, die Regieleki-Box hat auf jeden Fall das Boxduell gewonnen. Wie krass. Wir haben noch zwei Packs. Ich bin gespannt. Eigentlich kann man schon sehr zufrieden damit sein, was jetzt hier drin war. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wir schauen mal, was uns weiteres hier noch erwartet. Wir haben noch einen Online-Code. Das ist Error. Das Error-Päckchen macht mich fertig. Da komme ich nicht drauf klar. Elektroenergie. Sonnenfell. Rukamain, Luxio, Philou, Mabula, Algit, auch sehr oft dabei heute, Iguana, auch dabei, Wolli, oh, jetzt haben wir eine normale Reverse, den Pokéball und die Rare ist ein Vulcanion in Holo, auch sehr hübsch. Ja, ein Pack haben wir noch. Bin gespannt, ob wir das sagenumwogene Pikachu nur noch ziehen. In kommenden Produkten, das war ja in der ETB sehr oft verteilt, manche, also unfassbar, eine ETB habe ich gesehen, 8-mal das Pikachu drin, das ist schon, das ist schon nervig, wenn man das so oft hat. Ich meine, man will ja auch nicht 1000-mal die gleiche Karte verkaufen müssen. Aber das ist schon nicht schlecht. Online-Code für euch. Hier ist der V-Star-Marker, den kann man gleich wegpacken. Zapdalek. Der Nirgendwo-Sauger. Superball. Europe. Trank, Stur Junior, Krebskorps, Energiesuche, Reverse Zapdalek und die Rare ist ein Pandrago. Ja, sehr schön. Das waren die beiden Boxen. Ich würde sagen, die Regieleki-Box hat definitiv gewonnen, auch wenn das Mewtwo sehr cool ist und das Illisat auch. Aber mit dem Error-Booster, das ist schon krass. Gefällt mir sehr gut. Ja, wir werden sehen, ob das sich durch das Produkt weghält, ob dann immer wieder Aero-Booster dabei sein werden. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich besorge uns wieder was, dann können wir noch ein bisschen was aufmachen und mal reinschauen. Und ja, macht's gut, eure Booster Base. Ciao.